gibt's nicht. Da, wo die Affen waren, ne? Sieht das also hier aus? Das ist alles voll. Oder dass sie lieber hier unten sind. Auch sind sie auf einmal hilflos. Die kleinen Schweine, Alter. Die Affen sind draußen. Was hat die gerade genommen? Da oben irgendwo. Oh. Hey. Da. Oh. Knapp. So, endlich. Endlich. So, in der Landschaft. Yeah. Wie viel haben wir denn noch? Ah, wir haben alle noch. Wunderbar, wir sind zu fünft, ne? Ja. What the fuck? Was ist da ein Bär, Alter? Wie geil! Ah, hier sind auch Teile runterfallen. Hey? Ah, hier. Ah, hier ist nix. Hier ist nix, hier ist nix. Und jetzt kommen wir im Mittelbereich der Erde. Nein. Quatsch. So. Was? Da sind sie ja. Oi, oi, oi. Bäm. Oh, Pfeifer. Die halten echt viel aus. Nein, meine. Alter. Was exakt? Ja, triffst du den auch mal? Hey, nein! Oh, hab ich das?
Ah! Weil er wieder drauf geht. Ich habe einen von uns getötet, aber das ist ja noch einer. Scheiße. Also sind alle unsere Leute weg. Wie viele haben die, wie viel halten die aus? Das wollte ich sagen. Ist noch einer? Alter. Ah, die haben noch zwei. Hm? Das sind zwei neue. Ich hab eines drauf gegangen. So viel dazu. Was das? Ich hab den Reaktor gefunden. Du musst in die Abteilung Fortschrittliche Systeme. Die ist allerdings leider abgeriegelt. Ich kann das von hier nicht überbrücken. Der Befehl kann nur vom persönlichen Terminal des Direktors aus erfolgen. Du wirst dir irgendwie Zugang dazu verschaffen müssen. Benutze den Terminal, um die Absperrung des Instituts bla bla bla. Boah, Alter. Ja. Oh. Alter, bleib mal stehen, Alter. Zu cool. Natürlich müssen wir die umbringen. Die haben ja gerade gearbeitet. Die sind der Grund für die Scheiße hier. Die sind der Grund für das hier. Nein, ist der andere. Behinderter Arsch. Da waren da noch mehr, oder nicht? Oh. Hier die, ne? Ja. Er guckt noch in die Hand raus. Hilfe. Voreingekloppt. Ja gut. Dann gehen wir mal... Ah ja. Da rein. Und bis. Aha. Und wir kommen gleich zu Vater, ne? Oh, 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 oh.
Vater! Ich bin es! Wo bist du, Vater? Hehe! Da ist Vater. Ich hatte nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Du möchtest sicher den Reaktor sehen. Wir haben ihn ohne dich zum Laufen gebracht. Was ist los mit dir? Bist du krank? Tu nicht so, als würde es dich interessieren. Du hättest mir helfen können, hast es aber nicht getan. Es reicht nicht, dass ich im Sterben liege. Jetzt willst du auch noch alles zerstören? Dann sagst du. Ich zerstöre nur das Böse. Mit welchem hehren Vorwand rechtfertigst du diese Gräueltat? Brennen sehen. Boah. Keine Alternative. Es dient dem Allgemeinwohl. Das Commonwealth muss selbst über sein Schicksal entscheiden dürfen. Erspar mir das. Du hast Zeit dort oben verbracht. Du weißt so gut wie ich, dass die Oberfläche verloren ist. Aber das ist jetzt wohl egal. Du hast erreicht, was du wolltest. Und die größte Chance der Menschheit vernichtet. Stellt sich nur noch die Frage, warum du noch wartest. Schuldgefühle? Oder möchtest du deinen Sieg genießen? Wenn du mir hilfst, sterben weniger Leute schon. Also. Warum in aller Welt sollte ich dir helfen? Hilf mir und wir können versuchen, die Verluste zu minimieren. Du willst doch, dass deine Leute überleben, nicht wahr? Also gut. Das Terminal hinter mir gibt den Zugangscode 90031. Dadurch werden ein paar der Sens deaktiviert. Geh jetzt. Lass mich einfach allein. Sean. Verschwinde einfach. Es gibt nichts weiter zu sagen. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Das hast du verhindert. Für das Commonwealth gibt es jetzt nur noch ein Schicksal. Dann gehen wir mal das ein. Wie kann dieser Sohn einfach mal so ein Arschloch sein? Ich check das einfach gar nicht. Da sind alle Abschaltungen. Nee, das könnte man sich machen. Okay, what? Gute Arbeit. Ah, ja. Damit dürfte der Weg zum Reaktor offen sein. Und Vater. Noch eine gute Nachricht. Ich habe das Teleporter-Ding zum Laufen gebracht. Sollte also bereit sein, um dich bei Bedarf rauszuholen. Na, ich muss noch laden. Und der Vater. 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 Hast keine Angst? Vater! Vater! Oh! Nein, nein! Vater! Vater, du lebst noch, oder? Scheiße! Vater! Vater! Der lebt noch, der schläft nur. Genau, genau. Der stirbt doch eh so. Außerdem... haben wir noch keine Zeit, ne? Oh, da sind aber noch welche. Autorisierung
Ah, falsche. Wie ein Jaus. Unfassbar. Wenn ich die Zahl auflade, ist es stärker, aber... Alter! Er lebt noch. Hey, Alter. Ich habe keine... keine Granaten mehr. Boah, die liegen hier begraben. Und die spawnen weg. Der hatte gar nichts dabei, ne? Oder? Ne. Dieser Xepini. Man bekäme jetzt eine geile Rüstung von dem. Da rein müssen wir. Was? Achso, das sind diese Typen. Ich lasse sie mal nehmen. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Was zum... Hm? Sie müssen jetzt sterben, Mensch. Ich brauche Hilfe! Arschloch! Boah, geh da mal drauf, ey! Guck dir's mal an! Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Ah, siehst du es hinten? Wer war das? Hier ist noch irgendwo einer, hier. Hä? Achso. Nimmer wiedersehen. So. Hier geht's lang. Spektre-Reaktor. Haben wir das ganze Institut auseinandergenommen. Gut, dass der deaktiviert ist. Das sind Teils der aktiviert, ne? Nicht alle. Warum haben sie uns angegriffen, wenn sie das alles hier haben?
Ich komme nicht mal raus, aber. Ach, der ist auch das neu. Das muss der Reaktor sein. Das muss der Reaktor sein. Das muss der. Denk dran, wir haben hier nur einen Versuch. Viel Glück. Das muss der Reaktor sein. Wir geben dir Deckung, während du die Ladung anbringst. Denk dran. Hast du das gesehen? Was? Da sind sie ja. Was war das? Oha. Oh. Boah, das war so knapp, ne? Boah, wir haben 500. So. Der ist auch deaktiviert. Gut. So. Sensor meldet feindliche Präsenz. Nochmal speichern. Hallo. Hallo. Es wäre ein spezieller Bot. Scheiße, ich nehme mal. Was nehme ich? Fällt mein Hammer nicht, ne? Nee. Da. Ah, das ist der Scheiß. Oder so. Wieso treffe ich den nicht? Du Arsch! Wow! Das ist schon wieder dieses Teil. Jetzt reicht's mir aber. Ich hab es hackt. Da ist ja der Arsch. Hat noch gereicht für die. Okay, dann mal los. Haben wir denn... Ich werde, wenn wir schaffen das.
Was? Wir haben noch ein paar Minutemen, krass. Alter. So einen Ort wie den hier hätte ich mir im Traum nicht vorgestellt. Ja, die macht es hier bequem. Der Fuß. Spüllappen lassen da oben. Bestülpt ist. Boah, wir sind... Ja, guck mal, wir haben mehr Munition verschwendet als, krass war. Mehr, Munition aufgesammelt als verschwendet. So wollte ich das sagen. Ja, ich weiß, dass es da ist. Aber erstmal hier plündern. Ist auch wichtig. Und witzig. Wichtig und witzig. Ja. Scheiße. Egal. Wir schaffen das, Ma'am. Sagt. Yes, Sir, yes! Was leuchtet denn da? So einen Ort wie den hier hätte ich mir im Traum nicht vorgestellt. Hey! Verkommen! What the f... Was heißt jetzt? Höh, der ist einfach so gestorben! Hä? Was? Ah, da kommt mir ein neuer. So hatte ich mir das Institut irgendwie vorgestellt. Geil! Wer ist jetzt gestorben? Da. Die sind so doof, die fallen hier. Nee, hä, wie sterben die? Warum haben sie uns angegriffen, wenn sie das alles hier haben? Was machen die? Wieso sterben die denn immer? Naja, machen wir mal. Oh, warte, bevor. Speichern. Und los. Boah. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell, bevor sie kapieren, was los ist. Sturges, hörst du mich? Wir sind hier unten. Hol uns zurück in den Transmitterraum. Und ich? Achso. Was ich schon sagen. So. Wir sind fast durch, ne? Wir sind fast durch. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den Part beenden soll oder nicht. Okay, Sturges, wir sind fertig. Hol uns hier bitte raus. Mama, lass mich hier zurück. Aber ich will mit dir gehen. Dieser Junge ist hier aufgetaucht. Sagt, er wäre der Sohn des Generals. Gut. Ich nehme dich mit. Wirklich? Meinst du das ernst? Schau, Kleiner, ich gehe jetzt. Wenn du mitkommen willst, dann folge mir. Okay, ich bin bereit. Kann losgehen. Achtung, Achtung. Sturges. Du es bist. Okay, Sturges. Dann mal los. Du hast nichts vergessen, oder? Bereit, von hier zu verschwinden? Auf jeden Fall. Verschwinden wir verdammt nochmal von hier. Alles klar. Ich werde dich zur Stelle für die Zündung teleportieren. Dann lasse ich den Jungen in die Burg schicken. Wir kümmern uns um ihn und seine Garderobe. Und drück den Knopf richtig fest da rein, wenn du soweit bist. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar. Ich bin bereit. Verschwinden wir von hier. Hey. Ah.
Ich denke, hey, was muss ich machen? Ladedaten. Bisschen Mass Fusion Vorstandsstufe entdeckt. Außerhalb des Wirkungsbereichs der Ladung. Wenn du bereit bist, die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft in Schutt und Asche zu legen. Geil. Einfach auf den Knopf. Ich guck grad, es ist eine Ehre, General. Ja, wir gucken zu, wie. Wo ist denn das da? Das dann, ne? Ich gehe jetzt heraus. Hey. Ach so. Alter. Die summt vor sich hin, weißt du? Mein Bauchsum. Aua. Ich kann spüren, wie es mich überkommt. Die Hitze. Die Wucht. Die Strahlung. Die Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Und die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Es war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Der Zeit eins auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Metall. Sprich mit Preston gar nicht, das wäre jetzt vorbei. Heilige Scheiße. Das war echt mal eine richtig fette Explosion. Was? Was war's also? Das Institut ist vernichtet. Es ist endlich vorbei. Du hast den Evakuierungsbefehl gegeben, oder? In dem ganzen Chaos habe ich das nicht mitbekommen. Die Chance gegeben zu verschwinden. Gut. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Es war nur, als ich die Explosion gesehen habe. Ich hoffe nur, dass möglichst viele Leute es noch draußen geschafft haben. Mhm. Ich finde es schrecklich, dass wir das tun mussten. Aber sie haben uns keine andere Wahl gelassen. Wir waren im Krieg. Aber jetzt ist der Krieg gegen das Institut vorbei. Nun ist der Weg endlich frei für das Commonwealth, wieder eine Gemeinschaft zu werden und zusammen an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Auch wenn es sicher nicht nur eitel Sonnenschein werden wird. Das Institut war nicht das einzige Problem des Commonwealth. Wir haben noch eine Menge vor uns. Das hätte ich nicht besser sagen können, General. Das Institut war die hinterhältigste Bedrohung, mit der wir es je zu tun hatten. Sie haben das Commonwealth jahrhundertelang gespalten. Aber es gibt natürlich noch jede Menge andere Probleme zu lösen. Ich glaube, die Minutemen werden auf absehbare Zeit nicht arbeitslos werden, auch wenn ich wünschte, dass es anders wäre. Wir abgeschlossen. Mila. Hey, wirklich eine Mila. Verdient, diesen Sieg zu genießen.
Aber schon bald wird die Zeit kommen, zurück an die Arbeit zu gehen. Wetterfahne Hub 360. Fehlgeschlagen. Begonnen. Wetterfahne Backstreet April. Was? Warum? Mal, was wohin der mich hinführt. Was ist denn das für eine Quest? Ah, bau Miele auf. Muss man das machen? Nee. Oder war es das jetzt? Und keine Credits. Ich baue die Miele mal auf. Ich hab so gar nicht verstanden, warum ich jetzt eine Miele bekam. Einfach so random. Alter. Hier also. Ist euer Ernst? Ach komm. Die lebt noch. So. Ich hab das schon einmal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Das mache ich einfach im Wash, einfach. Weil es blöd ist. Hier. Okay. Hätten wir auch einfach auf dem Dach fliegen können, wenn das geht. Ich weiß ja nicht, wie hoch das war. Könnte man glaube ich schaffen. Aber ist jetzt egal. Hey, warum müssen wir jetzt eine Biene aufbauen? Was ergibt das denn für einen Sinn? Ich dachte, es wäre vorbei. Wieso bekam er die von Preston? Merke ich jetzt erst. Dann zwei Level ab.
keine Ahnung. Komm, eh so ein neues von dem. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe hier viele Quests, aber die will ich nicht machen, weil das einfach zu viel ist. Okay, jetzt kann ich hier auch nicht einspielen, oder? Geht das, wenn ich das hier beende? Ins Hauptmenü gehen und da die Quests abspielen kann. Kann man das? Weil jetzt eigentlich ist es ja vorbei, da kann man die Sequenz ja schon. Ja, hier, ne? Ja. Okay, dann kann ich über das Spiel sprechen. So. Da haben wir ja schon direkt das Thema, was ich ansprechen wollte. Apropos, ne? Mila aufbauen. Es ist echt scheiße, dass man immer das gleiche machen muss. Zum Beispiel, ja, bau die Mila auf bla 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 bla, an dem Ort, wo wir schon längst 10.000 Mal machen waren. Komm, mach mal das. Kommen wir hier zurück. Bau da Mila auf bla 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 bla. Das 50 oder 1.000 Mal kannst du immer wiederholen. Ich meine, solche Quests sind ja eigentlich auch nicht so schlecht, aber... Das gab's echt oft bei jeder einzelnen Scheiße. Und ja, da gab's auch ein paar Kritikpunkte, wo ich mir dachte, oh gosh. Und zwar die Hauptstory war einfach überhaupt nicht lange. Ich meine, sollte mal ausgeprägter werden, fände ich jetzt. Mehr Ideen hätte ich auch irgendwie gut gefunden, irgendwie. Ja, das komplette Karte zu erkunden war auch... Na, fand ich gut. Aber nach einer Zeit ist es echt langweilig geworden. Deswegen habe ich auch gesagt, nee, ich möchte die Nebenquests nicht machen, weil, boah, ich wollte es einfach nur durchhaben. Ab Fahabur habe ich gedacht, oh mein Gott, das dauert einfach zu lange. So, dann haben wir das Thema, DECs, ne? Die waren alle super, muss ich schon sagen. Ich hätte mich aber eher gefreut, wenn der Nuka World DLC bei mir funktioniert hätte. Der funktioniert überhaupt nicht. Der war... keine Ahnung, der war schon aktiviert. Aber da war nichts im Radio. Du kannst nichts hören. Das fand ich echt schade. Und so ging halt die Quest nicht weiter. Aber es gibt auch sehr, sehr viele positive Sachen. Zum einen... finde ich cool, dass man einen Begleiter hat und mal was anderes ist, halt mit Schießen und nicht mehr mit Schwertern, weißt du? Aber wenn ich jetzt sagen würde Fallout oder Skyrim, dann würde ich sagen Skyrim. Ganz klar, ich mag eher mit den Schwertern und ja, die Story war interessanter, fand ich. Ja, es war schon krass, dass Sean einfach mal der alte Mann ist. Wir waren doch länger als gedacht da drin. Krass. Aber hätte man auch sich denken können, ne? Dass man nicht 10 Jahre oder so eingefroren ist oder so. Ja, 5. Naja. Also, ich weiß nur am Anfang, da war ich echt süchtig. Ab der Mitte habe ich so gedacht, ah, scheiße, ich habe keinen Bock mehr.
Dann fing das wieder an mit der Laune, aber sank dann wieder schnell, weißt du? Das ist eigentlich nicht gut, aber man muss mal so ein großes Spiel herstellen. Es ist super gemacht. Und laut Beat-Tester habe ich ja auch gehört, dass die an drei neue Spiele arbeiten. Boah, das war also eins davon ist viel größer als Fallout, viel größer, sage ich euch. Ach, du. Ich hoffe, es ist ein neues The Elder Scrolls. Ich weiß, es kam The Elder Scrolls, es kommt The Elder Scrolls Morrowind oder wie er heißt. Dieses Online-Scheiß. Aber bitte macht ein neues The Elder Scrolls. Das ist 6-7 Jahre her. Bitte. Ja, bis, wenn das E3 angekündigt wird, wird es eh so wieder ein Jahr dauern, bis es rauskommt. Oder 2 Jahre. Weißt du, dauert noch länger. Oh Gott. Also, das ist doof. Naja, zu Fallout nochmal, ne? Ich fand das auch cool mit den Entscheidungen, dass man hier mehrere Entscheidungen hat. Nur, dass da die Texte so abgekürzt sind, so, da wusste ich nie manchmal worüber, was das heißen soll, weißt du? Steht da so, ja, keine Ahnung, ich hab, weiß das kein Beispiel. Ich stimme gerade voll am Arsch. Ja, ich werde auf jeden Fall das nächste Projekt danach machen. Ich weiß gar nicht, was war das nochmal. Das nächste Projekt. Ich glaube Until Dawn. Ich weiß es nicht. Until Dawn? Kann das sein? Ich weiß nicht. Naja. Wir sehen uns und ja. Obwohl ich habe nicht so viele Positives gesagt, ne? Obwohl ich das auf Platz 2 der Top 10 gesetzt habe. Ja. Ich glaube, da war schon Hype-Modus. Naja, trotzdem hat Spaß gemacht. Auch dass man bauen kann. Das war ja auch ein ganz neues Thema an dem Spiel. Fand ich auch klasse, war. Nur das hat auch sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ich hab schon gelesen, Jonah Hill. Ich hätte Jordan Hill. Der Jonah ist? Jonah Hill? Den kenne ich. Persönlich. Nein, Gott. Ja. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann. Sorry. Ich muss sogar gehen. Naja, mit Zeit. Also, wir sehen uns dann. Bis bald.